Warum Dankbarkeit so wichtig ist und warum deine Dankbarkeit mit nichts anderem auf dieser Welt zu ersetzen ist. Und daher zuerst eine kleine Selbsteinschätzung. Mach mal 1 bis 10. 10 ist ganz oben, 1 ist ganz unten. Jeder für sich alleine, macht die Augen zu, falls ihr Seelbild. Wie dankbar fühlst du dich jetzt gerade? 1 bis 10. 100%! 100%! Ja, hoffen wir. Wir wahrscheinlich nicht für alle so sein, aber das ist der Hammer. Wie dankbar fühlst du dich, wenn du an deine aktuelle Situation denkst? Beruf, Beziehungen, Church, Gemeinschaft? Dann die nächste Frage. Wie dankbar fühlst du dich jetzt, gerade jetzt, Gott gegenüber? 20! 20! Prozent oder von 10 oder? Hat sich letztens jemand bei dir von Herzen bedankt? Zeit angehalten für dich und Danke gesagt? Wird wahrscheinlich auch nicht für alle gelten. Nächste Frage. Hast du dich letztens bei jemandem bedankt? Ja. Dankbarkeit ist wirklich Königsdisziplin. Im Reich Gottes. Ich gehe mit euch zu Psalm 50 und werde von dort aus die Macht und Kraft der Dankbarkeit anschauen. Psalm 50. Ab Vers 5. Was heisst da? Versammelt mir meine Getreuen, die den Bund mit mir geschlossen haben, über den Opfern. Also Gott redet zu seinem Kind. Und dann sagt er ihnen, schau, der Himmel verkünde meine Gerechtigkeit, dass Gott selbst Richter ist. Höre mein Volk, so will ich reden. Israel, ich lege Zeugnis gegen dich ab. Ich bin dein Gott. Okay, also Gott versammelt sein Volk und sagt, hey, wir haben im Fall einen Bund. Wir haben den Bund über mein Opfer geschlossen und jetzt habe ich Zeugnis gegen euch. Ich muss euch etwas sagen. Deine Opfer wegen will ich dich nicht tadeln. Sind doch deine Brandopfer stets vor mir. Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden, denn mir gehören alle Tiere des Waldes. Das Vieh auf 1000 Bergen, ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich auf dem Feld regt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen, denn mir gehört der Erdkreis und was erfüllt ist. Habt ihr das Bild? Das Volk, das einen Bund gemacht hat über dem Opfer, wird von Gott angesprochen und tadelt. Und zuallererst sagt Gott, ey, es liegt im Fall nicht an deinem Opfer. Ist alles bestens. Du bringst es schön pflichtgetreu, wie wir das abgemacht haben, erfüllst du deine Pflichten. Aber eigentlich suche ich gar nicht das von dir. Sondern, Vers 14, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten dein Gelübde. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Du siehst, Dankbarkeit ist eine Sonderkategorie in deinem Leben. Du kannst alles richtig machen. Du kannst der pflichtbewussteste, genaueste, treueste Mensch sein. Und du kannst jedes Opfer, das man von dir fordert, bringen. Es wird nicht ankommen, es sei denn, du bist dankbar. Okay? Sag mal mit mir, dankbar. Das Wort Dankbarkeit hat so eine starke Bedeutung. Für Gott ist es absolut wichtig. Dankbarkeit schließt den Kreislauf der Liebe. Für das gehen wir in Lukas 17 rein. Da haben wir eine Geschichte von Jesus, wo er 10 Aussätzige heilt.
Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, Vers 11, Kapitel 17, Lukas, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seinem Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern stehen blieben, und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Ich glaube, dir ist auch klar, wenn du in dieser Zeit aussätzig warst, dann bist du wirklich am Rand der Gesellschaft gewesen. Du bist verloren gewesen, du hast kein Recht gehabt. Wenn dir jemand auf der Straße begegnet ist, hast du müssen unbedingt die Hand aufstrecken und rufen: Aussatz, Aussatz, komm mir nicht zu nahe. Darum haben sie sich auch in der Gruppe gesammelt und da sind 10 Aussätzige unterwegs gewesen. Zudem noch in einem Gebiet, wo ein Jude niemals seinen Fuß reinsetzen würde. Aber sie haben von Jesus gehört. Sie haben gewusst, dass Jesus sie heilen kann. Sie haben gewusst, dass Jesus ihre Not wegnehmen kann. Und was haben sie gemacht? Sie haben geschrien. Sie haben geschrien aus ganzem Lieb und aus ganzer Seele: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und was hat Jesus gemacht? Als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Jesus hat nicht einfach seine Hand aufgelegt oder am Boden gespuckt oder schon etwas crazy gemacht oder sie abblasen, sondern er hat zu diesen 10 Männern gesagt: Leute, geht, zeigt euch am Priester. Weil das war das Zeichen, weil er eine Aussetzung machen musste. Er hat sich am Priester zeigen, nachdem er geheilt worden ist, damit er wieder in die Gesellschaft reinkommen konnte. Und was für einen Glauben haben die 10 Männer gehabt? Dass sie in ihrem Aussatz gar nicht gross diskutiert haben, sondern ein Wort vom Meister und sie sind zum Priester gegangen. Hammer. Das steht für deinen Glauben. Jesus sagt etwas und du machst es und es passiert. Amen. Amen. Wären sie dort geblieben und hätten 1000 Aber reingeflochten, aber, zeig's doch, mach doch, tu doch, es wäre nie passiert. Jesus setzt immer aufs Vertrauen von seinen Jüngern und von seinen Kindern. Er will auch dein Vertrauen haben. Wenn er etwas in deinem Leben macht, dann kündet er es an, sagt dir, was er von dir will. Und wenn es du machst, wirst du auch Freiheit haben. Wie heißt es in Johannes 8? Wenn ihr in meinem Wort sind, sagt Jesus zu seinen Jüngern, dann wird was passieren? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und dann wird euch die Wahrheit frei machen. Du siehst, bei Jesus fängt es immer mit dem Du an. Es ist nichts Theoretisches. Sollte, wette, könnte. Sondern es ist ein Wort von Gott, das dich erreicht, das du verstehst. Gott hat geredet. Jesus hat geredet. Messias hat geredet. Also mache ich es. Und so sind sie geheilt worden. Absolut gewaltig und ein riesen Vorbild für mich, ich denke für uns alle, was Glauben eigentlich bedeutet. Glauben bedeutet nämlich Vertrauen. Vertrauen aus Beziehung. Aber die Geschichte geht noch weiter. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen, dankte ihm, und das war ein Samariter. Jesus sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. 10 sind geheilt worden, 1 ist gerettet worden. Amen. Dankbarkeit schließt den Kreislauf der Liebe. Jesus hat ihnen etwas zu lieb da. Er hat sie geheilt, er hat ihre Bitte erhört. Das war sein Teil. Sie haben die Gabe und das Geschenk gerne angenommen. Und sie haben den Benefit davon gehabt und sind geheilt gewesen, das Leben lang, ich bin sicher. Aber da ist etwas offen geblieben. Sie waren nicht gerettet gewesen, weil ihr Herz noch nicht bei Jesus war. Der Kreislauf hat sich erst schliessen bei dem einen, der zurückgekommen ist und gesagt hat: Ich gebe Gott Ehre für das, was er in meinem Leben gemacht hat. Dankbarkeit ist das Ende von deinem Egoismus, weil der neue Mensch
ist voller Liebe und Dankbarkeit. Und ich habe das dutzendfach gesehen, bei Leuten, die ich mentore, die ich unterstütze, begleite, wie du es auch immer nennst. Die, die ein dankbares Herz haben, und das spürt man, die sind am schnellsten gewachsen. Und ich frage alle eure Mentoren jetzt, es hat einige Mentoren da, würdest du das unterstreichen, dass die Menschen, die zu dir zurückkommen und irgendwie von Gott erkannt haben, dass es ein Wert ist, zum Danken sagen und Gott Ehre geben, was sie durch dich empfangen, die zurückkommen und Danke sagen, die wachsen am schnellsten. Und so ist es also für uns alle extrem wichtig, dass wir den Wert der Dankbarkeit verstehen, weil es geht direkt in dein Herz hinein und es hat eine Definition. Ich würde sagen, Dankbarkeit, deine Dankbarkeit gegenüber Menschen, gegenüber deiner Ehefrau, deinem Ehemann, deinen Kollegen, was auch immer, Dankbarkeit definiert die Qualität deiner Beziehung. Und wenn du Gott dankbar bist, wirklich von Herzen dankbar, dann definiert das die Qualität deiner Beziehung. Und wenn du deinem Ehepartner oder deinen Freunden, deinen Brüdern, deinen Geschwistern gegenüber dankbar bist, dann definiert das die Qualität deiner Beziehung. Das Gegenteil von Dankbarkeit ist nämlich Gleichgültigkeit, Selbstverständlichkeit. Okay, Jesus hat 10 geheilt, er hat 100 geheilt, er heilt die ganze Zeit. Wieso soll er mich nicht auch heilen? Danke. Wenn es noch weitergeht, ist nicht nur Gleichgültigkeit, sondern Undank ist auch das Gegenteil von Dankbarkeit. Und wenn so eine Stufe weitergeht, kommt sie Bitterkeit. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht. Wir wollen dankbar sein Gott gegenüber, weil ein dankbarer Mensch hat das Herz offen und es ist Grundlage für Gottes Wirken und es ist Grundlage für deine Erlösung. Warum ist das so wichtig? Gehen wir mal in Philipper 4,6. Da haben wir einen Bibelvers, den ich glaube, viele von euch kennen. Sorgt um nichts, sondern in allem lasst euch durch Gebet und Flehen, jawohl, mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also, eine klare Anweisung von Jesus, nicht sorgen, sondern im Gebet und im Flehen und mit Danksagung die Anliegen vor Gott kund werden lassen. Und die Antwort, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Und es gibt ganz, ganz klare Hinweise auch an anderen Stellen, wo was heisst, betet so, wie wenn ihr es schon überkommen hättet und sagt Danke. Und warum ist das so? Dankbarkeit unterstreicht dein Vertrauen. Wenn du Gott dankbar bist, dann sagst du ihm gleichzeitig, dass du ihm vertraust. Weil Undankbarkeit kommt von mangelndem Vertrauen. Und wenn du zu Gott kommst und ihm Danke sagst für deine Bitte, wenn du die innere Freiheit hast und ihm kannst schon Danke sagen, bevor du dein Gebet abgeführt hast, dann hast du verstanden, dass er dein Vater ist und du sein Sohn oder seine Tochter und er alles für dich macht. Und aus dem Vater seiner Sicht ist es eben schon gewaltig. Wer hat nicht schon von einem Kind einmal ein Danken bekommen? Oder einen dankbaren Blick? Manchmal gibt es die Momente mit den Kindern, wo sie wirklich, man weiß nicht, das kann nur Gott sie steuern in dem Leben, wenn sie so klein sind. Wer kann die steuern, die Kleinen? Haltet die an und sagt Danke. Und wir hatten es in unserer Familie gehabt, ich kann mich zurückerinnern, einen Moment, sehr persönlichen Moment mit allen Kindern, wo die irgendwie aus dem Nichts rausgekommen sind und es ihre Dankbarkeit von ganzem Herzen zum Ausdruck gebracht haben. Und was könnten sie mir mehr geben als Vater? Oder was könnten sie uns mehr geben als Eltern, als ihren Dank? Was können sie denn machen, wenn sie den ganzen Tag die Windeln füllen, umeinander rennen, laut sind? Im Haushalt können sie auch noch nicht gross mithelfen. Geld verdienen geht auch nicht. Was können sie uns denn geben? Ein Dank. Und weißt du, mit dir und Gott ist es genau gleich.
Was können wir denn unserem Vater bringen? Die Opfer. Ihm gehört die ganze Welt. Deine Gaben. Er hat dich doch gemacht. Was du ihm kannst geben, ist deine Dankbarkeit. Und an deine Dankbarkeit ist dein Vertrauen gebunden. Ja. Darum kannst du, wenn du Gott vertraust und dankbar bist, kannst du sogar in der Anfechtung dankbar sein. Warum heißt es im Jakobus, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet? Wer freut sich so richtig von ganzem Herzen? Juhui, schon wieder eine Anfechtung. Ja, aber Leute, es ist so. Warum können wir uns über den Leiden rühmen, den uns Gott gibt im 1. Petrusbrief? Das ist nur möglich, weil das Herz Gott vertraut. Und das ehrt Gott. Ich meine, warum ist Gott Mensch geworden? Warum ist Jesus zu dir gekommen? Damit er dein Vertrauen haben kann. Damit du ihm kannst vertrauen und du deine Hand in seine Hand legst. Und vertraust, wenn du mit ihm gehst, kommst du an einen besseren Ort, als wenn du ohne ihn gehst. Amen. Das ist Vertrauen. Und wenn dir das schwerfällt, weil Gott für dich so abstrakt ist, stell dir einfach eine Familie vor. Stell dir ein Kind vor, stell dir dich vor, deine Eltern. Oder wenn du selber Eltern bist, wie du mit dem Kind fühlst. Das möchte Gott. Er möchte nichts anderes als dir seine Liebe geben. Amen. Er möchte dich retten. Und der Schlüssel dazu ist deine Dankbarkeit. Wie es dir geht, wie es uns allen geht, auch mir, hängt nicht nur von der Situation ab. Ganz klar, wenn alles rosig ist und alles ist super, dann geht es mir so oder so sehr, sehr gut. Aber wie es dir geht, hängt sehr viel davon ab, ob du dankbar bist für deine Situation. Amen. Kann man dankbar sein für eine schlechte Situation? Ja. Ja. Kann man dankbar sein für die Zeit der Anfechtung? Ja. Oder? Kann man dankbar sein für die Zeit der Verfolgung? Ja, stimmt's? Der Schlüssel ist Vertrauen. Der Schlüssel ist Vertrauen zu Gott und darum ist Dankbarkeit so wichtig. Dankbar sein, jemandem dankbar sein, bedeutet, in meinen Worten, von ganzem Herzen die beste Meinung über die Person haben und dieser Person zu vertrauen. Und das gilt für Gott zuallererst. Hab die beste Meinung von Gott, vertraue ihm von ganzem Herzen. Es stimmt aber auch für die Menschen. Wenn ich jemandem dankbar bin, dann habe ich die beste Meinung von dieser Person und ich vertraue dieser Person. Halleluja. Und das schafft ein Klima, ein göttliches Klima, wo alles möglich wird. Amen. Und darum, meine Lieben, weil Dankbarkeit so wichtig ist, ist es eben wichtig, dass du die Disziplin vom Danken sagen lernst. Dass du ein dankbarer Mensch bist, bleibst oder wirst. Eins von diesen drei. Dass du wachsen tust. Und für das ist eben auch die Blume von der Dankbarkeit gedacht. Wenn du täglich deinen König triffst, dann darf das Danken nicht zu kurz kommen. Und ich möchte dir jetzt ein kleines einfaches Konzept zeigen und du hast vorher einen Song vorgestellt, den du vor 10 Jahren empfangen hast. Ich glaube, das ist auch etwa 10 Jahre alt. Das ist wirklich richtig alt, aber die Blume blüht immer noch. Das ist das Schöne. Und wer schon länger in der City Church ist, hat das schon oft gehört. Ich möchte dir ganz kurz das Konzept von der Blume von der Dankbarkeit vorstellen, wie du kannst in deiner persönlichen Zeit mit dem König ganz konkret in die Dankbarkeit hineinkommen. Und denk daran, der Vorschlag ist, geh zuerst in die Gegenwart von Gott. Komm in seine Gegenwart. Bete ihn an, wie wir es letztes Mal gehört haben. Und dann mach einen Abstecher in deine Blume von der Dankbarkeit. Die Blume von der Dankbarkeit ist ganz, ganz einfach. Da in der Mitte, dem sagt man Stempel. Ich finde es halt nicht so schön, aber ich sage jetzt halt einfach die Mitte. Und in der Mitte bist du, respektive ich. Ich. Und dann fängst du in der Mitte an zu beten. Bei dir. Und dann hast du verschiedene Bereiche. Familie. Arbeit.
Church, Hobby und, Verwandte und. Jedes Blättchen steht für einen Themenkreis. Und dann fängst du an, die Blättchen zu füllen. Und die Gefahr ist, und die Erfahrung ist, dass wenn jemand das startet, dass er da bei der Familie mal anfängt, sagt, okay, wir sind 5 Leute, gut, 5 Leute, schreibe ich dir schon mal auf. Dann denkt er aber, ich habe ja auch noch Verwandtschaft. Die Verwandtschaft ist schon ein bisschen grösser, da sind wir vielleicht 40 Leute. Und du fängst mal beim Tante Kathi an und beim Onkel Ernst. Und dann denkst du, ah, okay, Mutter, Vater müsste ich auch noch nehmen. Und dann plagt dich schon schlechter Gewissen, weil du noch 36 hast. Wo du nicht genau weißt, ob die jetzt wirklich so oft im Herz sind oder nicht, aber du musst es ja richtig machen. Bei der Church gleichen, oder? Betest mal für dein Power-Team, für deine Freunde. Dann denkst du, okay, für den Pastor könnte ich eigentlich auch noch beten. Aber dann fällt dir auf, was überhaupt alle nicht sind in dieser Kirche. Und die Liste wird immer länger. Und so geht das und so weiter und so fort, oder? Und ich kann euch sagen, so funktioniert es nicht. Das ist eigentlich der sichere Weg, wo du 2 Tage motiviert bist. Der erste Tag, wo du sie erstellst. Der zweite Tag, wo du sie bettest. Aber schon am dritten Tag sagst du, nein, danke, wegruggeln und weg. Weil es führt dich schlussendlich nicht in eine lebendige Beziehung, sondern es führt dich in ein Erfüllen von einer Liste. Und da möchte ich etwas sagen. Für unsere Disciples als Mentoren, wenn man jemanden ausbildet, egal in was es ist, auch in weltlichen Sachen, dann gibt es doch immer so ein bisschen die Kurve von einer, meistens ist es so eine hohe Motivation, oder? Wow, lässig, ich darf, ich kann. Und irgendwann taucht dann das Teil, Motivation sinkt. Und irgendwann, wenn es gut läuft, dann ist es irgendwo ein bisschen balanciert in der Mitte. Und so ist es auch mit geistlichen Sachen. Sehr oft fängst du etwas an. Oh, ich gehe auf die Straße. Wow, ich gehe auf die Straße. Du gehst auf die Straße, Gott schenkt dir gewaltige Erlebnisse. Du gehst 3-4 Mal auf die Straße, es ist der Hammer. Du ziehst es weiter und irgendwann kommt die Durststrecke, wird es ein bisschen negativ. Vielleicht kassierst du mal eine oder so. Ist alles nicht mehr so lässig. Und dann kommt ein bisschen die Enttäuschung rein. Und nachher sagst du, ja, weißt du, eigentlich, ich gehe nur aus Leistung auf die Straße, weil ich einfach muss. Und dann sagst du, also ich will nichts aus Leistung machen. Ich gehe lieber gar nicht mehr auf die Straße. Fangst an Zeit mit Gott haben, machst Blumen von der Dankbarkeit, ist der Hammer, alles ist super, glorreich, alles leuchtet und glänzt. Aber irgendwann hast du einen schlechten Tag, nimmst deine Liste für und sagst, nein, jetzt sollte ich das auch noch machen. Gehst die Liste durch und sagst, nein, mein Herz ist ja gar nicht dabei. Ich will doch nichts machen, wo mein Herz nicht dabei ist. Ich mache doch nichts aus Leistung. Also weg mit dem Zeug, ich mache es nicht mehr. Okay, Baby. Youngster, Father. Ist auch gekommen. Baby. Juhu, Juhu, Youngster. Ja, super, super, warum machst du das eigentlich nicht? Vater. Ja, Glory, sehr stark. Ich kenne die Probleme. Was ich euch sagen will, liebe Mentoren, ist, wenn ihr den Leuten Sachen vermitteln, wenn du deine Disciple-Sachen lernst, dann musst du immer auch wissen, dass ein Feind gilt es besonders zu überwinden. Und der heisst nämlich, wer hat es rausgehört? Leistung. Leistung. Du wirst alles starten, aus Motivation raus, aus Heiligen Geist oder sogar aus deiner eigenen Kraft und du wirst den Unterschied noch nicht merken. Aber dann, wenn du an eine Grenze kommst und das Gute und das Richtige nicht mehr machen willst, weil du denkst, das ist Leistung, dann ist für dich nicht der Zeitpunkt, zum Flint ins Korn zu werfen, sondern zum Gnade zu entdecken. Ah. Und du kannst Gnade nur entdecken, wenn du die Leistung gefaced hast. Und das sind so Wege, die wir durchgehen. Das nur so beiseite, was so ein bisschen die Schlagseite von der Blume von der Dankbarkeit könnte sein. Ich möchte jetzt mit euch eine Blume von der Dankbarkeit zeichnen. Als eine kleine Motivation, wie du das selber kannst ausprobieren zu Hause. Ich habe auch eine Blume von der Dankbarkeit. Ich habe sogar 2. Und da habe ich jetzt eine, die da. Sieht jetzt so aus. Du siehst, ist jetzt gar nicht so extrem voll. Das ist meine Blume von der Dankbarkeit. Mega wertvoll. Ein riesen Kompass für mich.
Und etwas, das ich nicht missen will. Güdi, also, wir starten nochmal eine. Wir legen die weg da, die grosse Liste. Und das ist wirklich mega cool. Also ich habe das mehr als einmal erlebt. Eine Vollmotivation. Meistens Männer gehen da hin, machen die perfekte Liste, sind voll motiviert. Bis ich ihnen dann kann sagen, schau, es ist super, aber ich glaube, es macht keinen Spass mehr. Lass es uns anders machen. Und du musst immer denken, eine Blume wächst. Die geht nicht so einfach vom Himmel oben runter. Und wie wir es vorher hatten, die Blume von der Dankbarkeit fängt tatsächlich mit in der Mitte an. Und eine Blume von der Dankbarkeit, die darf auch erneuert werden. Also für mich ist jetzt wieder dran, ich spüre es, wieder mal ein leeres Blatt nehmen und ganz, ganz, ganz von vorne anfangen. Eine Blume von der Dankbarkeit darf wachsen. In der Mitte bist du, das ändert sich nicht. Ich, genau. Wie schreibt man ich? Ich. Okay, so, mach nochmal einen Versuch. Ich hatte alles rot im Diktat früher. Darum bin ich froh, dass ich heute reden kann. Ich. Du bist in der Mitte. Und das hat einen Grund. Ja, wir haben vorher gesagt, ich habe vorher gesagt, Dankbarkeit ist das Ende vom Egoismus. Das stimmt. Warum sind die Leute egoistisch und denken an sich zuallererst? Ganz einfach, weil sie zu kurz kommen. Wenn du noch einmal zu kurz kommst, gehst du es holen. Schaust, dass du es überkommst. Und darum ist es vielleicht sinnvoll, dass du nicht mit der Fürbitte für die ganze Welt anfängst, sondern dass du bei dir anfängst, damit du nicht zu kurz kommst. Amen. Ich bringe immer gerne das Beispiel von der Klassenfoto. Wenn du ein Klassenfoto bekommst, sagst du, hey, ist das im Fall deine Klassenfoto von anno 1900 irgendetwas? Oder irgendwas 2000er halt. Und du kommst die Fotos über und wo gehen deine Augen an? Auf den Lehrer? Nein, auf dich. Und so ist es und so bleibt es. Und so schaut Gott zuallererst auf dich. Er kann das und er macht das. Und darum schlage ich vor, zuallererst, Blumen von der Dankbarkeit, geh auf deine Knie, stand da, mach auch immer, wie du willst in deiner Ausgangsposition. Aber dank Gott für den Tag deiner Geburt. Weil der Hiob, Kapitel 3, sagt, da tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte den Tag seiner Geburt. Das finde ich eine der härtesten Schriften hier in der ganzen Bibel. Und Hiob begann, o wäre der Tag ausgelöscht, da ich geboren wurde. Und die Nacht sprach, ein Knabe ist gezeugt. Und er hat sich gehasst. Und er hat gesagt, wäre ich nur nie geboren. Und wie anders steht da dann der David? Respektiv, auch ich glaube, es ist der David, im Psalm 139. Und er sagt, der Vorsänger von David, er sagt, du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Amen. Sag mal, Herr, ich danke dir, dass du mich so genial gemacht hast. Du hast ein Meisterwerk gemacht. Ich bin Genius, Premium, Extra, einzigartig, genial, glorious, unschlagbar. Ha? Do it, mach's vor dem Spiegel und deine Frau sagt, hey, Wahrheit. Ist die Wahrheit. Und meine Seele erkennt das wohl. Amen. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unter der Erde. Deine Augen sahen mich schon als ungeformter Keim. Und so weiter. Und nachher sagt er, und wie, oh, ich lese es noch. Und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollen. Wow. Gott hat dich gemacht. Er hat dich kunstvoll gewoben, er hat dich im Bauch von deiner Mami gesehen. Er hat gesehen, wie sich das kleine Menschen wird entfalten und alle Tage sind schon da gewesen. Und wie viele Menschen verfluchen ihr Leben, verfluchen den Tag für ihre Geburt und damit kränken sie eigentlich wer? Der Schöpfer. Und dann sagt er,
Und dann sagt er: Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, oh Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig? Sollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand und so weiter. Und darum ist es wichtig, dass du am Morgen früh Gott Danke sagst, dass es dich gibt. Amen. Und es ist wirklich lustig, ich habe in den letzten Tagen, Wochen, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber eins habe ich auf meinem WhatsApp, aber ich sehe mindestens 3 Zeugnisse gekommen, ich sehe schon High Five dort. Ich sehe schon mindestens 3 Zeugnisse von Leuten, 2 kenne ich nicht einmal, die das anfangen zu praktizieren haben, die das ernst genommen haben und anfangen haben zu sagen, am Morgen danke Vater für den Tag von meiner Geburt. Und dann haben sie es wirken lassen im Geist. Was heisst das eigentlich? Und dann hat Gott angefangen zu reden und reden und reden. Und es ist so tiefe Heilung in dein Leben hineingekommen. Ich habe eigentlich gedacht, ich würde gerne die Zeugnisse hören, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Aber ihr werdet die Zeugnisse hören in eurem Freundeskreis und ihr werdet selber das Zeugnis haben, wenn es euch betrifft. Es verändert dich von ganzem Herzen, wenn du anfängst, Gott Danke sagen und ihm Ehre geben, für was ihm Ehre gebührt, nämlich für dich selber. Amen. Ist das nicht der Hammer? Ist mal etwas anderes, oder? Als Nächstenliebe heisst nämlich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So, wie willst du den Nächsten lieben, wenn du nicht einmal dich selber kannst lieben? Also lass uns doch anfangen und nicht geistlicher tun, als wir sind und uns mal von Gott lieben lassen. Und dann, wenn wir von Gott geliebt sind, dann fließt das automatisch raus. Halleluja. Amen. Also, das ist das Erste. Und ich bin so gespannt, wie du das erleben wirst. Und ich weiss, du ehrst deinen Vater. Also ich bin ja nicht ein Geburtstag-Fan und ein Weihnachtshasser sowieso, das wisst ihr ja mittlerweile. Und Ostern... Aber ich bin auch nicht unbedingt ein Fan von meinem eigenen Geburtstag. Obwohl ich natürlich auch irgendwie mich berühren lasse, wenn ein liebes Grüßli kommt oder so. Ja, die einen wissen, symmetrisch, das kann ich verraten. Symmetrisches Datum. Aber was ich gemacht habe, als meine Mami noch gelebt hat, ich habe ihren angerufen und habe ihr zum Geburtstag gratuliert. Dann, wenn sie mich geboren hat. Und das hat sie mich sehr berührt. Sie hat immer gesagt, oh, du bist so ein schwieriges Kind gewesen, du, ich habe immer Albträume gehabt und. Danke, hast du mich geboren. Danke. So können wir auch dem Vater Danke sagen, dass er dir das Leben geschenkt hat. Amen. Versprichst du mir, praktizierst das, probier es aus. Auch Mann, es geht tief, wir müssen das euch anlassen. Du bist von Gott gewollt. Wenn das passiert ist und angenommen hättest du eine neue Blume gemacht, dann zeichnest du mal 2 Blättchen auf. Und jetzt ist der Punkt. Darum ist die Blume von der Dankbarkeit auch so wichtig. Es ist nicht eine technische Sache, wo du Sachen musst einfach durchrattern. Sondern jetzt fängt die Kommunikation mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater an. Und du hast dein erste Blättchen und du fragst den Vater, bist vielleicht noch auf den Knien, Vater, was soll ich anschreiben? Und dann sagt er dir irgendetwas. Ich sage jetzt etwas Naheliegendes, Familie. Dann sagst du Familie, oder? Familie. Gut, super. Jetzt, ich habe 5 Leute in der Familie. Logischerweise würde ich jetzt alle 5 aufschreiben. Weil wenn jemand meine Blumen entdecken würde und es hat nur 2 Namen drauf, dann könnt ihr dann manchmal lang da beten, danke für den Tag von meiner Geburt. Darum ist sie auch schön geheim. Aber meistens sind es alle 5. Aber irgendjemand ist mir zunächst, oder? Und ich sage es jetzt extra bewusst, ich habe 5 in der Familie, schreibe ich vielleicht einfach die 3 auf, die jetzt auf dem Herz an, oder? Und die schreibe ich auf. Und dann kommt noch das 2. Blatt und dann kommt irgendein Bereich, XY, schreibe ich jetzt da rein, oder? Und auch da wiederum hat die riesen Auswahl, aber ich bespreche es mit Gott und es kommen mir genau 4 Sachen in den Sinn. Und von diesen 4 Sachen sind mir genau 2 Sachen auf dem Herz. Und dann habe ich vielleicht noch ein Blatt und das bleibt leer und die Blumen, die dürfen noch wachsen. Und das ist eben der Schlüssel, warum ich glaube, ist Blumen von der Dankbarkeit so wichtig. Und ich habe auch Gott gefragt, wieso ist dir die so wichtig? Und ich muss offen sagen, wenn jetzt von der Disziplin von einem Jünger, jetzt nicht von der 5, aber persönliche Zeit mit Gott, wenn ich einen Punkt jemandem ins Herz reinlegen könnte, es wäre Blumen von der Dankbarkeit. Weil wenn du die hast, dann hast du irgendwie alles. Und wenn du die Blumen nicht hast, dann fehlt einfach etwas. Selbstverständlich, Mann, ich könnte es auch Mindmap nennen. Gell? Ich könnte es auch Mindmap nennen, ich könnte es auch anders konstruieren. Und
ich könnte es, wenn es mal funktioniert hat, wenn es mal ins Herz hineingekommen ist, könnte es auch weiterentwickeln. Es muss nicht immer so aussehen. Aber der Ausgangspunkt ist mega stark. Und jetzt kommt der Punkt, der Segen. Jetzt habe ich da, jetzt mache ich da nochmal ein weiteres Feld auf, jetzt mache ich da das Team, oder? Das Team. Das Leitungsteam. Ja, jetzt schreibe ich da die zwei Namen auf. Es sind zwar mehr, aber ich habe jetzt drei. Und mit der Zeit habe ich eigentlich das ganze Team da drauf. Und jetzt ist morgen. Und ich überspringe das Blatt da irgendwie. Ich überspringe es, weil es mich nicht so extrem tüpft. Ich habe das Gefühl, ich soll zum Team gehen. Ich kann nicht immer alles nehmen. Und dann gehe ich zum Team und dann sage ich, oh, Annette. Wow, Annette. Und dann tätscht mir das so ins Herz rein, dass wir ja eine Annette haben in der City Church. Ja, Amen. Was für ein Segen. Amen, ja. Dankbarkeit ist mehr im Stillen. Aber das soll sie nicht betreffen, weil meine Dankbarkeit ist wirklich hi, hi, hi. Und das Lustige ist das, dann fange ich eben an zu beten. Und jetzt, wie kannst du Danke sagen? Das kannst du natürlich auch wieder technisch sagen. Und sagst, ja und Herr, danke für die Annette. Danke für die Annette. Danke. Und danke für den Exi. Great guy. Super, hoffentlich geht er nicht zu viel ein. Danke. Und danke für... Und dann kannst du so durchgehen, oder? Aber es wird dir keinen Spass machen. Aber weil du aber ein Sohn vom Höchsten bist und weil du schon connected bist und weil du in der Gegenwart bist und weil du schon connected bist mit dem Vater, sieht das eben anders aus. Bei mir sieht es so aus, es ist wirklich ein Ping-Pong. Ich lese auch nicht, ich lese auch nicht. Und dann spiele ich das auf durch meinen Geist, zum Vater. Und dann versuche ich mich im Geist einzuschauen, wie dann der Vater da nicht sieht. Zu meiner Dankbarkeit an, oder? Und dann potenziert sich das in eine total unrealistische Dankbarkeit für Annette. Ich explodiere fast, wenn ich an Annette denke. Und in dem Inne fängt Gott dann an reden über Annette. Vielleicht. Könnte sie, ich habe es oft erlebt. Und dann, wenn ich in der Dankbarkeit bin für sie und Gott Danke sagen und sie segnen und einfach wirklich sie feiern, das ist doch der Moment, wo wahrscheinlich dann auch Gott kann ein prophetisches Wort hineingeben. Und darum ist für mich die Blume von der Dankbarkeit eine Kommunikation mit dem Vater. Ein wirkliches Entdecken und Wachsen und dann, wenn ich es empfangen habe, möglicherweise auch weitergeben. Es kann sogar sein, dass ich nachher ein WhatsApp mache, Annette, und sage, Annette, danke für oder selber oder dieses oder jenes, wo da entsprungen ist. Verstehst du den Unterschied von einer wachstümlichen oder eben das technische Schema, das ich gezeigt habe? Es ist ein grosser Unterschied. Und es ist mir ein riesen Anliegen, dass die Mentoren und Disciples lernen, in der Kommunikation mit dem Höchsten stehen. Weil wenn du das gemacht hast, wenn du so mit dem König kannst reden, dann wird sich das auch in deinen Alltag rausziehen. Und du wirst plötzlich auch Leute in deinem Umfeld einfach mit einer Dankbarkeit sehen und du wirst Inputs bekommen, die gar nicht möglich wären, wenn es nicht der König dir selber geben würde. Glory, glory. Jawohl. Gott redet zu einem dankbaren Herzen. Genau. Es kann aber auch, wenn du alles so erlebst und so, wird es ziemlich sicher Flaute geben. Es wird Flaute geben, wie in allem Guten wird es Flaute geben. Super, wenn es im Schlechten Flaute gibt, bald sie bei. Aber wenn es im Guten eine Flaute gibt, dann nachher ist das nicht der Grund zum Aufgeben, sondern dann ist der Grund zum Verstehen, aha, okay, ich komme an eine Wachstumsgrenze an. Ich wachse vielleicht vom Baby zum Youngster oder vom Youngster zum Vater, weil die Ups and Downs in einer Beziehung und auch in einer Beziehung mit Gott, das ist doch ganz normal. Darum heisst es ja auch, opfere dem höchsten Dank. Und das ist auch eine Disziplin, die du nur kannst lernen, wenn du keine Lust mehr hast. Dann kannst du anfangen opfern. Also kannst du gar noch dankbar sein, wenn du nicht mehr dankbar bist. Weil dann kannst du erst anfangen opfern. Vorher ist es ja kein Opfer. Vorher ist es ja das Fliegen. Und dann teile ich wieder mit dem Bruder Marcel die Meinung, er ist dankbar, dass er dankbar ist. Ja,
Also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen eine Idee geben, wie die Blume von der Dankbarkeit zu verstehen ist und wie du die kannst anwenden. Das Ziel von der Blume von der Dankbarkeit, nochmal ganz kurz zusammengefasst, du lernst, in eine gute Balance zu kommen zwischen Listensachen, die du dir vornimmst, und Führung vom Heiligen Geist. Du kommst in eine Balance von Heiligen Geist und Vorsatz. Du lässt dich nicht von deinen Gefühlen leiten, alleine, außer sie sind gut, sondern du lernst auch Dank zu opfern, wenn es dann mal nicht so drum ist. Und lernst verstehen, was passiert, wenn du Dank opferst. Du entdeckst auch, dass Fürbitte und Dank ein Zwilling sind. Das ist die ganz grosse Gefahr, ich glaube, bei uns allen, die das praktizieren, dass man vom Danken ziemlich schnell dann in die Fürbitte hineinrutscht. Und da muss man einfach ein Auge drauf haben. Und wenn du die Blume von der Dankbarkeit selber praktizierst und den Gewinn verstanden hast und es funktioniert bei dir, hast du ein Tool in der Hand, wie du andere, jeder Mann, der das will, wieder anleiten kannst. Und beim Mentoring geht es eben, wie wir schon beim Mentoring 2.0 einfacher als du denkst, erklärt haben, es geht eben ums Kopieren. Es geht ums Kopieren, dann Schritt einüben, bis du nachher deine eigenen Pirouetten kannst ziehen. Das Kopieren bedeutet aber nicht, dass das eben ohne Geist passiert, sondern was sollst du dann kopieren? Du sollst eben kopieren, dass du mit dem Heiligen Geist kannst in eine tiefe Dankbarkeit hineinkommen. Und darum, wenn du das mal ausprobierst, wenn du das mal machst, mit dem Mentor besprichst und vielleicht 2, 3, 4 Wochen probierst, entweder schlägt es bei dir ein und sagst, das ist der Hammer, vielleicht leist es auch wieder mal auf die Seite, machst etwas anderes, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist es, dass du kannst andere lehren, wie sie in eine Dankbarkeit hineinkommen können.